Die vorinstallierte Fotos-App reicht zwar aus, normalerweise, um Fotos zu optimieren und zuzuschneiden, aber sie hat natürlich ihre Grenzen. Gerade wenn es um gezielte Bildmanipulationen oder Optimierungen geht, da braucht es dann schon ein anderes Werkzeug. Snapseed ist einfach und trotzdem sehr funktionsreich. Wenn du die App das erste Mal öffnest, so wirst du aufgefordert, auf den Screen zu tippen, um auf die Fotos zuzugreifen. Das bestätigst du und ich wähle hier jetzt lokales Bild öffnen. Natürlich kannst du auch die Kamera aktivieren und dieses Bild versuche ich nun zu optimieren. Du siehst, im obersten Bereich hast du die Filter. Da könntest du schon von Beginn weg mal einen Effekt darüber lassen. Und da erzielst du schon mal recht gute Ergebnisse. Ich lasse es aber mal so, wie es ist, denn ich möchte dir zeigen, wie du manuell das Bild verändern kannst. Über das Stiftsymbol hast du alle einzelnen Funktionen. Zum Beispiel kannst du hier schon mal die Helligkeit und den Kontrast ändern. Mit automatisch anpassen wird es schon mal ziemlich freundlicher. Über Anpassung kannst du zum Beispiel die Helligkeit, die ist jetzt ausgewählt, mit einer horizontalen Bewegung, wie du siehst, verändern. Mit einer vertikalen Bewegung änderst du den Bereich, der geändert werden soll. Zum Beispiel kannst du die Schatten aufhellen oder das Bild generell etwas wärmer machen. Mit einem Tipp auf den Haken werden diese Einstellungen übernommen. Schauen wir mal weiter mit Details. Kannst du die Struktur verstärken oder abschwächen. Du siehst, dadurch werden natürlich Hautunreinheiten und Falten verstärkt. Indem du eher zurückgehst, wird das Bild generell eher weicher und solche Unregelmäßigkeiten werden vertuscht. Interessant sind dann vor allem die gezielten Einflussmöglichkeiten. Der Reparaturpinsel kann gebraucht werden, um Hautunreinheiten, Pickel, Narben und so weiter zu retuschieren. Hierfür musst du natürlich relativ nahe ans Bild rangehen und du kannst jetzt einfach da auf die entsprechenden Bildbereiche tippen. Das braucht zum Teil etwas Geduld. Manchmal wird eine ungünstige Stelle gleich erneut kopiert. Du kannst auch mit Fahren größere Bereiche auswählen. Zum Teil muss man natürlich aufpassen, dass da nicht noch Haare wieder rein kopiert werden. Oben rechts hast du ein Vorher-Nachher-Bild. So siehst du, wie sich das verändert hat. Ob es jetzt wirklich viel schöner ist, ist eine andere Frage, aber auf jeden Fall siehst du die Möglichkeiten, die dir diese App bietet. Ich bestätige mal und mit einem Pinsel kannst du zum Beispiel die Helligkeit anpassen, also die Schatten um die Augen kann ich hier etwas aufhellen. Je näher ich rangehe, desto feiner kann ich Einfluss nehmen. Indem ich das verändere, den Wert, kann ich oder Bereiche, die ich irrtümlicherweise verändert habe, wieder rückgängig machen. Du kannst auch die Farbtemperatur so gezielt ändern oder die Farbigkeit. Also zum Beispiel könntest du die Augen noch etwas blauer machen oder generell farbiger. Das wird jetzt auch nochmals bestätigt. Und bei den anderen
Werkzeugen, da lasse ich dich dann einfach mal probieren. Zum Beispiel wäre vielleicht Grammarflow in diesem Fall noch ein Versuch wert. Da hast du verschiedene Optionen und du siehst, es wird dann sehr schnell sehr romantisch. Es gibt so wie ein Leuchten und die Hautunregelmäßigkeiten werden noch stärker retuschiert. Ja, wenn wir jetzt mit dem Original vergleichen, so siehst du, hat sich da doch einiges getan. Natürlich kannst du mit dem je umgekehrten Vorgehen das Bild auch hässlicher machen. Und ich denke, das ist deutlich lustiger. Das könnte dann etwas so aussehen. Ein Tipp zum Schluss: Snapseed ist wirklich, wie du siehst, einfach, aber auch wirklich sehr mächtig. Über diese drei Punkte kannst du auf die eingebauten Anleitungen zugreifen. Da hast du kleine Kurse, die du direkt durchspielen kannst. Zum Teil sind es Videos, zum Teil einfach Schritt-für-Schritt-Anleitungen und da kannst du sehr viele Tricks kennenlernen. Und mit Hilfe und Feedback kannst du auf den entsprechenden YouTube-Kanal oder auf die Hilfeseite zugreifen. Zu guter Letzt noch, dieses Bild ist im Moment immer noch in Snapseed. Um es mit anderen Leuten zu teilen, hast du wie immer das Teilen-Symbol. Hier kannst du wählen, ob das Original überschrieben werden soll. Dann wählst du Speichern. Bei Kopie speichern wird das Bild so abgespeichert, dass du die Einstellungen jederzeit noch ändern kannst und beim Export wird ein neues JPEG-Bild angelegt und in deine Fotos hineinkopiert.